Situation Ihres Mannes ist ja auch nicht geil. Hey, Fräulein! Sie sehen doch, ich bin beschäftigt! Und dieser Junge neulich an der Kasse meinte zu mir, das trägt man jetzt wieder so. Ich habe ihn extra gefragt, weil ich das cool finde. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei deinem neuen Lieblingshimmelfahrtskommando. Ich bin der heilige Baum der Legenden und ich nehme weiter unerbitterlich und unermüdlich Songs auf und bastel dran rum für mein 135. Solo-Album Kapok Duft oder wie das heißen sollte. Und heute machen wir wieder ein bisschen Gemischtmüll. Ich habe eine neue Todo-Liste. Da stehen wundervolle Sachen drauf. Hauptsächlich in Songs, in denen wir noch nicht waren, in der ersten Gemischtmüll-Folge, aber nicht ausschließlich. Das Highlight des heutigen Tages wird auf jeden Fall Latte Macchiato sein. Wir werden ihn fertig kriegen, den Ballermann-Schlager der Saison. Ich werde den Beat-Sound schön machen und den Synthi-Sound schön machen, wie vor 100 Folgen schon versprochen. Ansonsten wird es ein paar Keyboarde und Orgeln und Glocken und den ganzen Krempel. Da hinten steht ein Keyboard, also dasselbe wie immer. Ich kann allerdings jetzt gerade kein Keyboard aufnehmen, weil mir ich hatte genau einen Verdicker, also Kabelverdicker, das hat jetzt nichts Figurtechnisches. Ich habe festgestellt, ich habe einen mehr. Deswegen muss ich wohl oder übel in Proberaum fahren. Bevor ich mich aber hier ins heimische Caps Lock Wetter stürze, möchte ich vorher schon mal ganz kurz was basteln in einem Song. Er schimpft sich 100 Mal. Und da ist richtig was zustande gekommen inzwischen und richtig was zusammengewachsen. Ich bin da sehr happy mit. Allerdings gefällt mir eines nicht und das ist... Mal gehört. Du hast es 100 Mal gehört. Der wunderbare Clip-Beat, wer erinnert sich nicht, hörst du auf vielleicht? Der ist mir da irgendwie so ein bisschen kahl, steht er da im Nirgendwo rum. Mach ich mir eine Kopie davon, schneid das hier ein bisschen auf, sage ich ihm, er soll die ganze Suppe umdrehen. Delay raus, nehme den Phaser raus. Setzen die Phaser nicht ein. Den ersetzen wir, da gibt's nämlich jetzt einen fetten Hall. Also wir haben es jetzt rückwärts und jetzt kommt dann FX Unreal, das klingt doch schon mal gut. Hallo? So gut klingt's noch nicht. Warte. Den runter, den auf Maximum. Tralalalala. Ich brauch mehr. Genau die brauche ich. Und dafür die ein Stücken weniger. Dann mache ich das ohne Bitcrusher. Und es muss, glaube ich, noch ein Stücken länger gehen. Ganz kurz gucken, wie lang das ausklingt da hinten. Separat exportieren und direkt. Oh, und jetzt ist es hier unten aufgetaucht. Clipbeat Rrrwe Echo. Das R wieder rückwärts sein soll. Das heißt, das Echo kommt von vorne. Da so sein. Pi mal Daumen. Ich kann sowas nicht. Du hast es 100 Mal gehört. Das hast du 100 Mal. Scheiße. Viel zu lang. Das ist leider viel zu lang, deswegen muss ich es nochmal machen. Da weg. Den hier. Gehört. Und in allem. Von mir aus mal so. Und guck mal, was hier unten aufgetaucht ist. Vielleicht. Vielleicht ist ja besser mit dem. Also, so. Sieht auf jeden Fall schon definierter aus. Mal gehört. Das hast du 100. Aber es wird. 100. Irgendwo nervt er. Gehört. Irgendwo nervt er. Das hast du 100 Mal gehört. Und in allem. So, dass es annähernd Mono ist. Wie ist denn so? Das hast du 100. Fürs Erste liegt er da. Ich denke, wir werden ganz zum Schluss nochmal zurückkehren. Ich werde jetzt erstmal Richtung Proberaum aufbrechen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich heute Abend noch Bandprobe. Und das ist wichtig, weil letzte Woche hatten wir keine und demnächst spielen wir 3 Stunden. 3 Stunden. Ungefähr sowas wie ein Blanko-Scheck, wollte ich fast sagen. Boah, das wäre schön. So, eine neue... Oh, warte. Top-Teil ist nicht dran. Könnte das irgendwie polieren mal. Roman Weidenfeller hat die Gitarre verlassen. Damit herzlich willkommen zu Basteln mit Baumi, einer neuen Ausgabe. Lang, lang ist's her und allerhöchste Zeit wird es dementsprechend. Schräg, wenn ich mit Fail auf der Bühne bin, hab einen Aufkleber von uns selber drauf. Deswegen muss der leider... Oh, da ist er. Jetzt hat er verloren. Achte, jetzt kommt er. Restlos. Es ist ein Traum. Müsste man auch unter den Seiten wieder sauber machen. Ach, da ist immer noch Blut aus... Cuxhaven war das, glaube ich. Ich könnte bei der Gelegenheit schon mal erzählen, ich glaube, wir haben die Songs fürs Album so langsam zusammen. Es wird noch eine Ballade geben, die schimpft sich Andere Liga. Na, das ist zu groß, das ist zu weit oben. Und ich glaube, die wird nochmal richtig gut. Ich habe erzählt von Voldemort im Kinderhort, den werde ich nicht mit aufnehmen. Gut, das ist überschnitten. Ist lange her, dass ich das gemacht habe. Das Gipfeltreffen von der letzten Folge wird, glaube ich, auch nicht aufs Album kommen. Der ist zwar nochmal gewaltig stärker geworden im Verhältnis zu, wie er früher war, was du nicht weißt. Musst du mir glauben einfach. Wenn der andere jetzt da drüber gehen würde, dann wäre es überragend. Er geht da drüber. Aber loost irgendwie ab im Verhältnis zu den anderen.
Och Freund, ich habe noch Papa hat gesagt und ich habe noch alter Mann Reggae. Die haben beide, ich sag mal, Potenzial. Ich werde die beide mal aufnehmen. Das ist kacke, warte mal. Gab dann auch noch so einen 90 Sekunden Schranz-Punk-Song. Sie ist schwer, den machen wir auch nicht. Oh, der ist gut abgeschnitten. Der ist gut abgeschnitten. Wir haben im Grunde genug Songs zusammen und auch so langsam genug Spielzeit. Also mit Hidden Track, es gibt Spitz zulaufen lassen, so. Sind wir bei 49 Minuten, glaube ich, habe ich jetzt gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das Gipfeltreffen damit drin war. Es hat ein bisschen was vom Arbeitsamt gerade. Klebt da einfach Kacke. Vor allem, wenn jetzt hier alles frei ist, klebt Schmelle hier Kacke. Deswegen muss Schmelle hier runter. Das Problem ist, ich will da dann auch gleich wieder ein eigenes Single-Cover zu haben und ein paar B-Seiten drauf und ein Video am besten. Und mit Fail drehen wir auch. Wird jetzt bald losgehen. Winterschlaf ist vorbei. Ich muss hier leider ein bisschen umziehen gerade. Da brauche ich Ideen für und dann brauche ich Zeit dafür. Und der, den meine ich. Diese. Beides ist gerade ein bisschen schwierig. Zeit noch eher. Der Vans ist aber hartnäckiger, Alter. Und ich muss hier immer unter die Seiten. Hier ist das O. Das ist ein Minecraft-O. Haben wir denn, ich glaube, wir haben Klopapier hier. Warte mal gerade. An dem Tag hat er mir hier ein Autogramm gegeben und auf einen Druckverband. Jetzt kommt noch ein Dingsbums hier. Habe ich eine Schere? Ich hatte eine Schere. Da ist ein, weil ich versucht habe, einen Rasierer aus einer Tasche zu nehmen. Overraging. Da brauche ich mal einen anderen für. Wie lange nehme ich auf? Boah. Was eine Folge. Musik machen wir heute nicht mehr. Underground in Köln, das war cool. Dann muss ich hiermit noch weiter nach links und dann hiermit weiter nach oben. Stand ich den ganzen Gig so da. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe keinen Namen für die Gitarren. So, Sudokovic bleibt hier. Diese kommt hier hin, genau da. Also im Grunde ist es ja ein Lambda. Mr. Freeman und so, kann man machen. Und ich habe seit Monaten, der passt nicht zwischen die Tonabnehmer. Nein, das wird schwierig. Ach, Kacke. Das ist ärgerlich. Achso, bevor ich hier anfange zu knibbeln, falls das noch irgendjemand nicht gerafft hat, hier steht Level Down, weil ein Album heißt so von der Band, von der auf der anderen Gitarre gerade noch ein Sticker war. Auch in Schwedenfarben, ich weiß gar nicht, warum das überhaupt, ist die Frage. Soll ich das jetzt hier so runterschreiben oder soll ich das eindrehen? Die gehen schön leicht ab. Ist denn das, wenn ich jetzt, warte mal, stellen wir uns mal vor, so ist, wenn ich die jetzt umhab, ja, die hängt jetzt hier. Okay, Alter, der Typ mit seiner scheiß Gitarre, kannst du mal die Fresse halten? Okay, und wir sind am Start. Ich gehe in einen Song rein. Er schimpft sich. Hier steht noch Valentinstag. Er heißt jetzt Valentinstag. Oh, warte, ich muss in den Take 2 gehen. Und es gibt dieses lustige Riff, was ich den einen Tag gespielt habe, als ich es aufgenommen habe. Und ich weiß schon nicht mehr genau, wie es geht. Pass auf, ich nenne sie Blues-Riff. Ich habe nämlich Folgendes vor. So, das kommt am Anfang und dann kommt es nach dem Refrain. Und der Refrain endet auf dem Macht-Liebe-Ding. Hier auf dem. Wie der Aufrechtstand Macht-Liebe zum Twitter-Trend. Und ich wollte, dass das da schon ein bisschen einsteigt. Also. So ein. Und dann. Dass das sich so bluesig da rein mausert, so während der Refrain noch austrudelt. Und dann kommt das fette Riff, was halt brät. Wie der Aufrechtstand Im Prinzip so, im Prinzip. Vielleicht drehe ich das alles nicht so krass raus. Dann machen wir das hier einmal und später kommt diese Hook, dieses Refrain plus X, das kommt mal wesentlich länger. Ich probiere das mal mitzuspielen. Nochmal drüber. Ich glaube, so cool ist das gar nicht. Obwohl, doch, eigentlich ist es doch ziemlich cool. Scheiße, muss ich das nochmal komplett aufnehmen. Das ist nämlich das Ding, ich kann meine Songs nicht spielen, weil ich spiele sie immer nur, wenn ich sie aufnehme. Und brumm ich zu laut? Kannst du mich verstehen? Hallo? In den C-Teil, in die Sternschnuppennacht muss auch noch was. Aber ich glaube, das ist eher Keyboard-Kram. Ich muss an den Verdicker denken. Erinnert mich dran. Schreibt es mir in die Kommentare. Bitte, 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 bitte. Oder weißt du was? Fliegt hier einer rum? Da fliegt einer rum. Schreibt es mir doch nicht. Ich hab einen. Das hätte ich rausnehmen sollen hier, das Delay. Delay, 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 Delay. Ach, komm, schlägt euch. Gebt euch eure, gebt euch
jetzt alle mal raus da. Sie haben nur ein bisschen Bedarf. Genau, und der wird da auch wieder abgehackt. Und ich weiß immer noch nicht genau, ob ich... So, oder? Okay, dann mache ich das als Steigerung. Dann mache ich... Eine Stunde später. So, und mal soll er... Ich krieg's noch nicht sauber hin, das zu trennen. Zwei Stunden später. Das kann ich natürlich auch machen, dass ich das komplett halte. Ich glaube, das ist noch mal cooler. Nee, so ist Kacke, so ist Kacke. Oh, Freunde. Was ist denn los jetzt, ey? Drei Stunden später. Sie haben nur ein bisschen gelacht. Das ist geil, der hat gekoppelt hier, siehst du das? Da wird er wieder lauter, bevor der kommt. Das muss auf jeden Fall reichen. Dann kommt hier was ganz Merkwürdiges, dann kommt noch ein Refrain, der auch wieder so aufhört. Und da halte ich den ganzen Akkord fest, glaube ich. So, besser wird's nicht mehr. Ich packe uns mal ganz schnell ans Schlagzeug und wir nehmen drei Beats auf, die ich dann hinterher sample. Ich erkläre es dir gleich. Warte ganz kurz. Hi, ich nehme drei Beats auf für einen Song. Die habe ich zu Hause schon mal gebaut als MIDI-Drum-Gedönsi, weil zu Hause habe ich halt keine Schießbude. Für den Song Papa hat gesagt, glaube ich. Also sie bieten sich. Ich werde sie mir noch ganz schnell beibringen müssen. Ich habe sie noch nicht selber gespielt. Gerade zum Warmmachen beigebracht habe, ist ein Beat, von dem ich seit Wochen und Monaten einen Ohrwurm habe. Immer in ein bisschen anderer Form. Den finde ich cool, der wird irgendwo landen, früher oder später. Und du kennst ihn jetzt schon, geil, ne? Ich muss hier mal kurz reinhören, was der da eigentlich macht. Okay. Der ist cool, nicht schlecht und so schwer ist er auch nicht. Der ist das halt. Schenke ich dir. Freund, ich will doch nur noch eine Aufnahme davon hinkriegen, weil ich den so cool finde. Ich muss gleich zu. Okay, ich höre mal kurz den anderen an. Das ist dann so ein Refrain-Dingsi. Der wird ein bisschen schlimmer, glaube ich. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Da ist eine Betonung, also ich mach. Ich glaube, das kriege ich nicht hin mehr heute. Es ist eigentlich beides auf der Bass, ne? Ist es wirklich beides auf der Bass oder macht die Bass was anderes? Ja, ja gut. Okay, ich brauche nur einen guten Umlauf davon. Wie gesagt, hier wird geloopt. Viel zu tun für rechts, aber heute hält der Rücken wieder, das ist gut. Ich höre mir mal ganz kurz den dritten an, den es da auch noch irgendwo gibt, falls ich ihn finde auf Anhieb. Ja, nichts einfacher als das, ey. Nichts einfacher als... Alter. Nehme ich einfach mal so auf, das ist dann Pi mal Daumen. Mehr Zeit habe ich einfach leider nicht mehr. Alles machbar. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich auch echt gierig für sowas. Ist egal, kriegen wir hin. Da war er bestimmt schon bei. Ich mach noch ein bisschen weiter. Bam. Cool. Das war's soweit, was diesen Raum anbetrifft. Wir sehen uns wieder im Baumhaus. Ich geh mal rüber. Bis gleich. Tü-lü-lü-lü. Und dann sind wir auch schon wieder hier und wir sind so schlecht ausgekeyt wie niemals zuvor. Guck mal, da hinten steht das Keyboard in seinem eigenen Schatten. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich hatte vergessen, den Ton anzumachen.
Okay. Jetzt geschieht das hoffentlich nicht mehr. Egal, soll dich nicht weiter stören. Deswegen lass mich dich entführen in den bedeutungsschwangersten Song der Musikgeschichte. Er schimpft sich Neuenrade. Es fängt an mit einem Fehlversuch am Schlagzeug. Das ist durchaus gewollt, wie ich belegen kann. Oh oh, ich glaube, ich habe den ganzen Song aufgenommen. Ich lag... Ja. Die Melodie ist auch jedes Mal eine andere. Also ich bin mir noch gar nicht so sicher. Du hörst mich gar nicht, wenn ich nach da, ne? Also ich bin mir noch gar nicht so sicher. Vielleicht mache ich... Oder ich mache... Oh, I love this song. Das mache ich alles mal weg und dann mache ich da nochmal ein... Warte mal, pass auf. Ach, machen wir mal ganz rein. Machen wir mal Radi... Ein wildes Radikal greift an. Klingt das jetzt nach was? Party und das war schön. Oh, das klingt vor allem nach Latenz. Wir hatten damals nicht... Freunde, also langsam sind wir aber... Ach, bin ja gar nicht im Proberaum hier. Jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo du es... Und das war schön, denn wir hatten da... Das ist an sich schon nicht ganz mono, ne? Guck mal, das ist... Ah, ist ja doof. Geben wir ihm beide Kanäle auf beiden Kanälen, verstehst du? So, und warum man sie nicht hört... ist folgendes und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meine Lieblingsstörfrequenzen. Pass auf, ich mache uns mal eine Gruppe dazu. Ah, da ist einer, da ist einer. Und das war schön, denn wir hatten damals... Also so in der Art werde ich dann noch ein bisschen weiter dran basteln, bis das schön ist. Aber lass uns erstmal weiter aufnehmen. Warte mal, ich schneide hier hin. Da hinten kommt noch ein Refrain, also... Da werde ich das einfach mal, dass ich davon auch ein paar Takes habe, eine Oktave höher machen, tun. Pretty damn good, huh? Nee, ich ende da auf dem Krummen. Aber es ist schön, das passt da rein. Ha, weg damit. Nein, nicht auf damit. Weg damit. Junge. Und das war auch... Und das war auch schön. So. Oktave höher ist besser. Findet ihr, sie, dann sind die Der war noch mal wesentlich besser als der. Nein, nicht aufmachen. Weg, nein, noch nicht den, Junge. True Story. Das war schön, denn wir hatten damals Glück nicht mehr empfangen. Seit sie sich nicht mehr Nickelodeon. So, und jetzt brauchen wir noch eine Hammond. Links, Bells, rechts, Gruppe, Bells. Jingle Bells. So. Ich lag in einer Kneipe. Ach, scheiße, da kommt ja ein F. Ich lag... Ach, toll. Weißt du, da in der Strophe lasse ich das sein, das ist Blödsinn. Ich steig da irgendwo wieder ein, bei Amaretto schlief. Wobei natürlich, wenn ich diesen Abstieg mitnehme, der wird natürlich ein bisschen komplizierter, vor allem wenn man das Instrument nicht beherrscht, so wie Icke. Nein, nein, eben nicht, auch auf die... Ich habe nicht aufgenommen. Bist du sicher? Läuft. Nice. Überragend. Apropos, wo ist der denn hin? Oder ist das aus der Alpha? Das ist aus der Neuenrade Alpha Demo 001. Rein damit. Da ist es. Ich doch mein. Okay, sind wir fertig in Neuenrade für heute. Hier ein und genau da ein. Das haben wir alles. Ich gucke auf die Uhr, denn ich habe auch heute wieder ein. Was bietet sich denn jetzt noch an, mal eben? Wir können mal kurz nach Detmold gehen. Irgendwo da. 8.3. Das sieht gut aus. Erstmal hatten wir hier Bretter aufgenommen für die Refrains und waren seitdem nicht mehr hier drin. Das ist schön. Alter, ist ein Saustall ist das. Ich weiß gar nicht, ob die auf Anhieb klingen oder ob das auch noch... Oh, ich erinnere mich gerade, der ganze Song klingt noch nicht. Pass mal auf, ich zeig dir nochmal eine Störfrequenz, aber einen dicken Wemser hier. So, klingt die schon mal besser. Schlagzeug.
schwierig und vom Gesang will ich gar nicht erst anfangen. Ist jetzt für den Moment egal. Ich mache uns ein Instrument und es wird wie immer der Prologue, unser alter Freund. Wir haben ihn länger nicht gesehen. Manche haben sich gefragt, haben mich gefragt, wie es ihm geht. Ich kann Entwarnung geben. Hier ist er gesund und munter und hier ist ein Refrain. Pass auf, ich mache hier eine Achtel hin und sag ihm, ich will 8 davon und dann da dasselbe und dann da dasselbe. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Tonart. Bin ich natürlich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. So, und damit ihr nicht durchwumst, mache ich jetzt auf 16 und ziehe bei allen die Hälfte wieder. Braucht das Ding noch einen Sound? Uiuiuiuiuiui. Den können wir natürlich auch nehmen. I don't want knowledge. I want certainty. Alter. Du hast dich einfach nur verkehrt. Ja, ich glaube nicht. Alter. Dieses Delay loswerden, das fliegt wahrscheinlich hier rum. Also er klingt solo schlimmer als dann im Gesamtverbund. Direkt wieder im nächsten Bus sitzen, zur nächsten Bandprobe. Übrigens da, wo wir sonst immer aufnehmen. Speichern unter. Detmold eventuell. Das, was letztendlich rauskommt von dem Synthi im Gesamtsound, da können wir auch theoretisch einen anderen nehmen. Der liefert dasselbe und klingt ein bisschen weniger schrottig dabei. Einfach hier sowas Fettlied-mäßiges. Ich denke, damit fahren wir nochmal besser als mit diesem Schröggeligen. Nehmen wir den gleichen Hammond-Sound, dann haben wir auch eine Einheitlichkeit auf dem Album beim Hammond-Sound. Machen wir da, machen wir so, machen wir hier. Läuft, haben wir das. Stand hier gar nicht, haben wir trotzdem gemacht. Und ist, glaube ich, auch ganz cool, gerade um den Prologue mal abzulösen. Der Prologue hat nämlich einen Teilzeitvertrag nur unterschrieben. Da muss man aufpassen, der ist auch in der Gewerkschaft. Deswegen muss die Hammond da öfter mal einspringen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. Also der Kanal-Videosong kriegt noch genau die gleiche Hammond. Freunde, ich gehe erstmal proben. Bis später. Und nächstes Mal bei Baumeln mit Charlie. Guck mal, da ist ja auch der falsche. Haha. Fette Latte Macchiato und einen kleinen Keks dazu. Denn keiner scheint die Milch auf, wie sie es in Magazine schrieben. Gut, also man hört sie weniger, als dass man sie fühlt. Ja, geil, ein Bass ohne Bässe, auch nicht schlecht. Und es beginnt mit allen, das heißt.